Roger Willemsen bekommt morgen für sein letztes Buch, das heißt Der Knacks, wir werden darüber zu sprechen haben, den Rinke-Preis. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Das ist doch schon mal was. Weil Der Knacks ein Buch ist, dass das Lebensgefühl der Menschen am besten erfasst, sagt ja die Jury dort. Das passt ja ein bisschen in unser Wohnzimmer rein. Kurioserweise, ja, das war wirklich bezogen auf das Jahr. Und die haben gesagt, der Knacks charakterisiert unser Lebensgefühl in diesem Jahr 2008-2009. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur diesjährigen Preisvergabe der Guntram und Irene Rinke Stiftung. Wie Sie wissen, ist unsere Gürtelschnalle kein Literaturpreis, sondern ein Sprachpreis. Wir möchten erreichen, dass wesentliche Worte wahrgenommen werden. Vielleicht auch von Menschen, die man etwas geziert als bildungsfern bezeichnet. Wen wir schon nicht mit der Freude am Literarischen erwischen, den kriegen wir vielleicht noch über sein eigenes Lebensgefühl, diese etwas saloppere Schwester des Zeitgeistes. Wir glauben daran, dass der sich präziser ausdrücken kann, auch präziser denken kann. Und wir glauben, dass wer präziser denkt, bewusster lebt. Wir wollen dazu beitragen, überzeugenden Texten noch mehr Schubkraft zu verleihen. Texte, aus denen wir etwas dazulernen oder in denen wir uns wiedererkennen können, in denen wir etwas begreifen und bei denen wir sagen können, stimmt, so habe ich das überhaupt noch gar nicht gesehen. Oder, ja, das wusste ich doch schon immer. Und endlich ist es formuliert. Was für eine Befreiung, was für eine Bestätigung. Roger Willemsen wird wegen eines Buches ausgezeichnet, das sich wie ein souveräner Irrläufer zwischen den Fronten bewegt. Es ist keine Autobiografie, nutzt aber denn doch das Reservat der Kindheit, der Frühe, um eine Anschauung des eigenen Falls zu gewinnen. Es ist kein Sachbuch zum Streicheln der eigenen Existenz, doch kreist es um innere Wahrnehmung von verfremdetem und verstörtem Dasein. Es ist keine schulphilosophische Schrift, weil es den eigenen geschulten Kopf als Energiezentrum des Denkens nimmt und vor allem Gewährsleute zitiert, die Positionslichter setzen für diesen Gang durch Wirrnisse und Fairnisse und Ermüdungen, die das Leben mit sich bringt. Kürzer kann man einen Buchtitel nicht fassen, der Knacks. Das Wort ist zweiwertig. Einerseits bezeichnet es etwas Unwiderrufliches, andererseits grenzt es sich ab von größeren Wörtern wie Trauma, Katastrophe, Untergang, Tragik, Apokalypse. Der Knacks ist kein definitorischer Fachausdruck. Er bezeichnet bei Willemsen Prozesse und Muster. Ein früherer Bruch wird bemerkbar. Das Ich ist ein anderer und wird verabschiedet als ein Fremdgewordener. Etwas ist weggeglitten und wir nehmen es wahr. Der Angeknackste ist Zweifler und Melancholiker. Der Knacks markiert Sieger und Verlierer gleichermaßen, rumort nicht nur in den zu kurz gekommenen, in den Minusmenschen. Man kann Single sein oder verheiratet, auf eigene Rechnung leben oder auf gemeinsame, mit Haben oder Debit befasst sein, gleich viel. Überall ist der Knacks bemerkbar. Der Knacks ist, das umschreibt Willemsen mit vielen suchenden Sätzen, die Verschiebung, wenn dem Leben seine Ordnungsbegriffe entfallen und wenn das Alter wie ein nicht mehr abschüttelbarer steinerner Gast in naher Ferne auftaucht. An Willemsens Buch wird einem klar, woraus wirkliche Zeitgenossenschaft entsteht, aus teilnehmender Beobachtung, nicht aus Mitmachtaumel. Wir werden ja gegenwärtig darauf vorbereitet, dass die ruinöse Finanzwirtschaft uns eine grundsätzliche und anhaltende Gesellschaftskrise bereiten wird. Das wäre nur die materielle Seite. Darüber hinaus lösen sich Schlüsselwörter der Daseinsgestaltung im Nichts auf: Vorsorge, Solidarität, Sicherheit,
Gemein und Bürger sind. Es sind die Verkehrszeichen einer differenzierten, komplexen Gesellschaft, die ausgelöscht werden. Dieses Wort Knacks, ein eher freundliches Wort für Unruhe vor dem Nichts, erweist sich denn doch als eine Umschreibung für das kaputte, das zerstörte Leben, die grässliche Infamie des Geschicks. Manchmal irrlichtert ein am Absurden geschulter Witz durch die Seiten, der nimmt keinen langen Anlauf, der wirkt wie ein Befreiungsschlag ins dunkle Wasser. Und zum anderen die Eleganz seiner Sätze, man merkt ihnen das Gewicht, das auf ihnen lastet, meistens nicht an. Wir werden in Finalität eingeführt, aber mit der melodiösen Oberstimme des Vergnügens an der Formulierung. Jetzt kommt der Gürtel. Herr Willemsen, das Intimste, was ich von Ihnen kenne, ist Ihr Taillenumfang. Wollen wir vielleicht beide? Das macht man so. Zunächst ist es wirklich ein Glück, wenn sich jemand auf die Trittspur dieses Buches setzt und es so tut, wie Sie es eben getan haben und wie es mein Verlag tut und wie es mein Lektor Jürgen Hosemann getan hat. Es ist deshalb ein Glück, weil es zu den Illusionen des Autors gehört, er könne so etwas Pathetisches leisten, wie Einsamkeit zu überbrücken. Und am Ende wird die Illusion eines Autors immer die sein, es könne sich eine Solidargemeinschaft über einem Buch treffen und es könne am Ende nach der Lektüre dieses Buches vielleicht dort eine Millimetereinheit entstanden sein, wo vorher eine Zentimetereinheit war. Und so sehr wir gewohnt sind, unsere Biografien zu schreiben, indem wir sagen, wo wir geboren wurden und wo wir aufwuchsen und welche Frau wir gewählt haben oder von welcher wir gewählt wurden, welche Krankheit uns erwählt hat und wo wir kompostierten, so wissen wir doch, dass das alles letztlich bürokratische Daten sind, die die Koordinaten unseres Lebens nur sehr unpersönlich vermessen. Und mir schien es immer so, dass die authentischere Weise, vom eigenen Leben zu sprechen, die wäre, die irgendwie sagt, irgendwas war anders, irgendwann geschah etwas, irgendetwas sollte nicht mehr sein, wie es war. Und dieses Retrospektive, ins Diffuse guckende, in diesen Nebel der eigenen Möglichkeiten guckende, in dieses Gefühl, dass man den inneren Menschen, wie es bei Musil heißt, erfinden müsste und dass man diesen inneren Menschen vielleicht anhand aller Konjunktive des Lebens, die man irgendwann generierte, ganz anders hätte erfinden möchten. Dass man also zurückguckt und sagt, warum bin ich nicht der geworden, der ich werden wollte? Wenn wir es also nicht verlängern können, dieses Leben, dann können wir es doch immerhin verdichten. Und wenn wir es verdichten wollen, dann können wir Bewusstheit steigern. Und wenn wir diese Bewusstheit steigern wollen, dann müssen wir sie auf etwas richten, was nicht alleine dem quantifizierten Weltbild geschuldet ist, also was nicht alleine in der frenetischen Betrachtung des Laufbandes bei NTV und der dortig notierten Börsenkurse existiert, sondern wir müssen irgendwie fragen, warum wir in die Gesichter unserer Frauen seltener gucken als auf die Uhr. Oder wir müssen fragen, woher wir eigentlich mögliche Verdichtung, mögliche Übersetzung von Erleben in Erfahren hernehmen können. Wahrscheinlich sind alle Mangelerscheinungen, ist all das, was uns kennzeichnet, indem wir unter Materialermüdung zusammenbricht, so wie der Körper irgendwann eine Falte annimmt und wir nicht wissen, an welchem Tag diese Falte entstanden ist und sie sich irgendwann in das Gesicht eingeschrieben hat, als eine Signatur der Erfahrung. Irgendwann werden wir aus diesen Erfahrungen unsere Kommunikation ableiten müssen. Ich glaube, dass uns der Mangel, das, was fehlt, die Notlage, sehr viel stärker zum Reden bringt, als das, was wir an Fülle erleben. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dass unsere Individualitäten sich bilden in einer spezifischen Fähigkeit, Leiden zu empfinden. Wenn es so ist, dann hätte der Knacks vielleicht nicht anzubieten, eine Hoffnung für politisches Agieren, kein Systemgedanken. Er wäre nicht einmal systematisch fassbar. Aber man könnte sagen, in ihm entspringt eine Art der Verständigung, die ich mir als Verständigung auch über dieses Buch gewünscht habe und die ich heute in so hohem Maße bekommen habe. Eine Verständigung, die nicht religiös ist und die nichts anzubieten hat wie das Pathos der Liebe, das man nicht generieren kann, aber das immerhin geleitet werden kann von dem Versuch, einander zu verstehen, auf eine tiefenschärfere, vielleicht gehaltvollere, substanziellere Weise zu verstehen. Mir ist bewusst,
dass in dem Augenblick, wo ich mich hinstelle und ein Buch schreibe, das der Knacks heißt und das sich vom Trauma unterscheidet und das sich mit unseren inneren Ermüdungsbrüchen beschäftigt, mir ist bewusst, dass ich ein Privileg in Anspruch nehme, das eine Dekadenzerscheinung unserer Kultur zum Thema macht. Ein Privileg, das diese Kultur, diese Literatur, dieser Entwicklungsstand unserer Hochkultur im höchsten Maße repräsentiert. Meine Gedanken in diesem Augenblick sind wieder in Afghanistan. Ich bin in Afghanistan Menschen mit Traumata begegnet, die nicht mal Traumata bearbeiten können. Traumata, die das Leben von ihnen in massiver Weise deformieren und die eine Vorstellung wie eine Diskussion über ein subtiles Phänomen wie der Knacks vollkommen undenkbar machen, weil nicht mal das sehr viel gravierende Phänomen des Traumas dort bearbeitet werden kann. Deshalb geht ein Teil der Summe, die ich heute Abend dankenswerterweise bekomme, wieder an den afghanischen Frauenverein in Osnabrück, als deren Schirmherr ich arbeite. Ich sage Ihnen, dass im Augenblick auch durch die Fehler der deutschen Politik die Situation da, wo wir arbeiten, in Kunduz, sehr, sehr viel gefährlicher geworden ist, dass die Taliban gerade anfangen, eine Schule zu schließen, an der wir für 10 Jahre gearbeitet haben, wo jeden Morgen 1000 Mädchen zur Schule gehen, und dass diese Arbeit eine ist, die ich gewissermaßen als Verlängerung der Arbeit, die ich schriftlich tue, für außerordentlich wichtig und sinnvoll halte. Und wenn ich diese Redezeit ganz zuletzt für etwas benutzen kann, dann wäre es zu sagen, lassen Sie diese Leute nicht alleine. Und wenn Ihnen am Humanen gelegen ist, dann übersetzen Sie es in etwas Materielles auch. Es wird dringend gebraucht. Haben Sie vielen herzlichen Dank. Wir verfolgen eine Doppelstrategie. Zum einen zeichnen wir einen vorhandenen Text aus, von dem wir meinen, dass er für das vergangene Jahr auch in der Zukunft stehen wird. Gleichzeitig blicken wir aber noch weiter in die Zukunft und bitten einen Autoren für uns, für unsere Tagewerkreihe, das Lebensgefühl des kommenden Jahres mitzuzeichnen. Ich denke, dass ich im Gegensatz zu den Kollegen Stuckrad-Barre in der Lage sein werde, einen Text über das Jahr 2009 zu schreiben. Der Text hat auch schon einen Titel. Braucht keinen Applaus hervorzurufen, denn im Gegensatz zu Ihnen bin ich die Sache ein wenig anders angegangen. Ich verstehe Ihnen, wenn man etwas nicht schafft oder man merkt, man kann es nur mit halber Kraft machen, dann soll man es bleiben lassen. Und da ich merke, dass ich es mit ganzer Kraft machen kann, tue ich es. Und dieser Text, es ist kein Tagwerk oder kein Tagebuch im herkömmlichen Sinne. Er trägt auch schon einen Namen. Er wird, wenn alles glatt geht und ich gesund und am Leben bleibe, das weiß man nämlich auch nie, erscheinen nächstes Jahr im S. Fischer Verlag unter dem Titel Gewalten. Und darum geht es auch. Es soll am Ende ein Text stehen, der meine Geschichten, meine Beobachtung über andere Menschen, über Dinge, über Gestalten, über Vorgänge beinhaltet, die eben unter dem großen Thema Gewalten stehen. Der Mensch unter den Einfluss der verschiedensten Gewalten. Das kann das Schicksal beim Pferderennen sein, warum gewinnt dieses Pferd nicht? Und warum habe ich da 200-300 Euro draufgesetzt? Das kann der Bankrott sein, das kann die Krankheit sein, das kann der Tod sein. Das kann das Kleine sein und das Große sein. Die Gewalten eben. Meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, fällt dir eigentlich mal auf, dass deine besten Freunde alle depressiv sind oder bei der Stadtsicherheit waren. Das hat mir doch ziemlich zu denken gegeben. Und ich würde gerne in diesem Jahr rausfinden, was es aus mir macht oder gemacht hat. Wer ich vor 20 Jahren war, als die Mauer fiel, wer ich heute bin, und so ein bisschen in meinem Leben recherchieren. Ich habe vor ein paar Wochen einen Text für den Spiegel geschrieben, ein Essay, in dem ich sozusagen, das hieß der Ostdeutsche in Bernstein, der war ziemlich umstritten. Und da habe ich so festgestellt, wie seltsam das ist, wenn der Beton irgendwie hart wird, wenn man seine eigene Geschichte irgendwie hart werden sieht. Und ich möchte so ein bisschen in diesen Beton rühren. That's it. Vielen Dank.
Ich denke an eine ironische und poetische Zeitgenossenschaft. Ich denke vor allem an Blicke aus den Augenwinkeln. Und was mich sehr reizt, ist zum Beispiel die Diskrepanz zwischen Themen, die die Medien lancieren, und dem, was unsere Lebenswirklichkeit ist. Ein großes Facettenauge, wie ich finde. Und ich denke, ungefähr auf diesen Spuren werde ich wandeln. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, ich freue mich sehr darauf und danke nochmals. Ha ha ha.